Es gibt mittlerweile schon über 1000 verschiedene Pokémon. Darunter Kinderzelten absolut Lieblinge wie Glurak und Lucario. Doch bei der vielen Anzahl von Pokémon geraten einige in Vergessenheit und man vergisst quasi ihre Existenz. In diesem Video stelle ich euch 10 Pokémon vor, die in absolute Vergessenheit geraten sind. Viel Spaß! Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr andere Pokémon kennt, die komplett in Vergessenheit geraten sind. Vielen Dank und jetzt los geht's. Wasser-Pokémon gehen einfach unter und nein, das meine ich nicht wortwörtlich gemeint, sondern ernst gemeint. Mit 161 Pokémon schüttet der Wassertyp die meisten Pokémon auf und viele davon jucken einfach keinen. Glaubt mir, das werden wir noch oft genug in diesem Video bemerken. Corazon ist da auch so ein gutes Beispiel. Das Pokémon, welches in der zweiten Generation seinen Ursprung hat, hat nicht nur schwache Werte, nein, es ist auch noch relativ selten zu finden. Hinzu kommt noch, dass kein wichtiger Trainer in ganz Pokémon ein Corazon trainiert. Warum auch? Selbst bei normalen Trainern sieht man das rosa Teil kaum. Ein weiteres Problem ist auch, dass es von seiner Typenkombination Wasser-Gestein deutlich coolere und vor allem bessere Alternativen gibt. Das einzige, was ihn ein wenig rettet, ist die Galar-Form, aber bis dahin hat sich echt kein Mensch wie Corazon interessiert. Und auch die nächsten beiden Pokémon werden nicht wirklich stärker. Ja, ihr habt richtig gehört, die Rede ist von Volbeat und Illumise. Die beiden glühwürmchenartigen Pokémon gibt es seit der dritten Generation und waren noch nie von Bedeutung. Ganz ehrlich, ich vergesse die beiden immer, wenn ich an Generation 3 denken muss. Nicht nur, dass sie schlechte Werte haben, nein, sie haben auch beide den Mono-Käfer-Typen. Gibt ihnen doch wenigstens einen zweiten Typen oder so. So sind sie leider echt unbrauchbar und geraten so schnell in Vergessenheit. Das Beste an denen ist für deren versteckten Fähigkeit Sträuch, wo man einige funny Dinge machen kann, aber das macht halt den Braten auch nicht so wirklich fett. Die meisten Wasser-Pokémon kamen in Generation 1 und 3 raus. Sorry, aber Lebiskus ist ein Pokémon, das man so schnell vergisst. Gerade weil man in der Höhenregion so sehr mit Wasser-Pokémon gespammt wird. Hibiskus ist nur für eine Sache brauchbar. Herzschuppen. Sonst hat das Pokémon keine Daseinsberechtigung und ist absolut unbrauchbar. Die schwachen Werte und das hässliche Design sorgen dafür, dass es einem so schnell wie möglich wieder aus dem Kopf geht. Besser ist es. Eigentlich finde ich das Design von Venusaur sehr gelungen. Leider ist dieses Pokémon enttäuschend irrelevant. Liegt vor einerseits daran, dass man es abgesehen von der vierten Generation, wo man es im großen Moor fangen kann, kaum die Möglichkeit hat, es irgendwie zu fangen, geschweige denn zu sehen. Kein Trainer, kein wichtiger Trainer, hat dieses Teil, na gut, abgesehen von James in Anime, aber das zählt ja irgendwie nicht. Zudem ist es auch nicht wirklich stark. Monopflanze mit eher unbrauchbaren Stats. Ich hätte mir von dem Teil eine andere Form oder so gewünscht. Naja, vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Bis dahin bleibt es wohl in Vergessenheit. Es gibt in Generation 4 so einen dummen Fisch, den niemand gebraucht hat und trotzdem existiert. Die Rede ist von Finneon und deren Weiterentwicklung Lumineon. Die bisherigen Pokémon in diesem Video waren ja alle Basis-Pokémon und hatten weder eine Vor- oder eine Weiterentwicklung. Doch Finneon und Lumineon haben es geschafft, als komplette Entwicklungsreihe in Vergessenheit zu geraten. Doch warum? Naja, es gibt deutlich bessere Alternativen auch hier. Die Werte sind mal wieder eher unterdurchschnittlich, man findet es nur per Surfen und Angeln, sprich eher optional, und es spielt allgemein keine Bedeutung in keinem der Spiele. Dann habt ihr auch mal die Attacken angeschaut, die es per Level ablernt. Eine absolute Katastrophe. Ja klar, man kann es mit Surfern so spielen, aber mehr ist dann auch nicht drin. Sorry, aber ihr zwei seid einfach richtige Loser. Leute, denkt mal an einen Kaktus-Pokémon. Na, woran müsst ihr denken? Die meisten wohl an Tuska bzw. Noctuska. Es gibt aber noch ein anderes Kaktus-Pokémon. Ach ja, Maracamba, das Pokémon aus der 5. Generation, was absolut bedeutungslos ist, existiert ja auch noch. Richtig, dieses Pokémon bekommt ihr in der Wüste der einen Region, allerdings nicht in der normalen Wüste, sondern in dem Wüstenresort, was alles optional ist. Sprich, dieses Pokémon wild zu sehen, ist eher unwahrscheinlich. Hinzu kommen schwache Werte, langweiliger Monotyp Pflanze, eine geringe Attackenvielfalt und es bekommt einfach viel zu wenig Liebe von Game Freak. Maracamba ist das unbeliebte Kind unter den Kakteen. Dieses Pokémon hätte auch gut eine Weiterentwicklung von Dibissos sein können. Mammolida, mal wieder ein Wasser-Pokémon, welches aus der 5. Generation kommt, ist wieder mal ein Pokémon, was komplett unter dem Radar ist. Das Problem hierbei ist, dass man es eigentlich im wilden Kampf kaum sieht. Man kann es nämlich in der 5. Generation nur sehen, wenn er im Schatten auf dem Meer hineinsurft. Und wann passiert das schon mal? Zusätzlich gibt es auch hier deutlich bessere Alternativen, wie den Shutter Otaro, Schallquab oder Quabbel. Die Werte von Mammolida sind auch nicht so dufte. Zumindest fürs Durchspielen kann ich mich damit nicht anfreunden. Es ist mir einfach zu defensiv, zu tanky. Deswegen für mich schnell zum Vergessen. Wenn ihr diesen Ruf hört, dann wüsstet ihr wohl, welches Pokémon es ist.
Aber würdet ihr ohne den Ruf auf Funifrass kommen, wenn ihr an den fünften Generation denkt? Ich persönlich ja, weil ich zu diesem Pokémon eine ganz besondere Bindung habe. Ich kannte dieses Pokémon schon seit Monaten. Shiny, aber es will nicht kommen. Aber viele haben diesen feurigen Ameisenbär einfach nicht auf dem Schirm. Es liegt wohl daran, dass man es erst kurz vor der Pokémon-Liga, nämlich auf der Siegestraße, fangen kann. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat schon jeder ein Pokémon-Team zusammengestellt. Wusstet ihr übrigens, dass Funifrass in der siebten Generation sogar einen Signature-Move mit Feuerpeitsche bekommen hat? Schon wild, dass so ein Ding, gerade so ein Ding, einen eigenen Move bekommt. Relevanter wurde es dadurch trotzdem nicht. Ab Generation 8 können übrigens Ampyra und Inferno Pot auch Feuerpeitsche. Und somit war Funifrass auch nichts mehr Besonderes mehr. Schade eigentlich. Das nächste Pokémon könnt ihr nur fangen, wenn ihr eines der Trümmerfelsen rumkloppt. Itora ist ein, mal wieder, Wassergesteins-Pokémon, welches in der 6. Generation seinen Ursprung hat. Ganz abgesehen davon, dass es actually zwei Hände auf einem Stein sind, ist das Ding verdammt egal und einfach nur Kacke. Mehr fällt mir dazu auch einfach nicht ein. Die Weiterentwicklung Tantora, was by the way aus vier Armen besteht, ist zwar das Signature-Pokémon von dem Wassertop 4 der Region, aber komm schon, keiner denkt mal an Bitora und deren Weiterentwicklung. Das Ding ist einfach in Vergessenheit geraten. Sorry, Bro. Das letzte Pokémon dieser Liste ist mal wieder ein Wasser-Pokémon. Yay! Aber wie ich finde, ist das Pokémon hier das Pokémon, was ich persönlich immer vergesse. Und das aus guten Gründen. Alleine schon das Design von diesem Teil ist mehr als fragwürdig. Die Rede ist natürlich von Knirrfisch. Dieses Ausgeburt der Hölle, wie ich es nenne, ist nicht nur ein verdammt hässliches Wesen, nein, auch komplett irrelevant und in Vergessenheit geraten. In Alola findet man es erst auf Insel 3 und man hat schon deutlich bessere Alternativen. Außerdem, es benutzt kein Mensch dieses Pokémon, kein wichtiger Trainer, gar nichts. Und nein, du bist auch nicht wichtig, außer vielleicht für 5 Minuten. Und beliebt ist es bei weitem auch nicht. Dieser doch merkwürdige Fisch ist in absolute Vergessenheit geraten. Und ich glaube, das ist auch besser so. Was ist eure Meinung? Stimmt ihr überein? Habt ihr andere Vorschläge? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.